Jo, sie wächst immer noch. Wir haben heute den 27. Oktober. Die Inka-Gurke wächst und gibt immer noch Früchte. Braunfäule konnte ich nicht feststellen. Langsam werden die Blätter gelb und braun, aber das sieht nicht nach Braunfäule aus. Dagegen ist die normale Gurke schon längst weg. Ganz viel Saatgut habe ich entnommen. Weiß nicht, was ich damit mache. Ich habe jetzt nur 2 Pflanzen gehabt und so viel Ertrag, so viel Ernte. Ich habe die Inka-Gurke mariniert, nur die grünen Früchte verwertet, diese weichen nicht, die sind schon überreif. Ja, wenn du dich dafür interessierst, wie ich das gemacht habe, dann schaue meine Videos an. Ich habe extra ein Video darüber gedreht. Das ist jetzt, da habe ich das schon zum dritten Mal, die Gurke mariniert. Die schmeckt übrigens genauso wie eine eingelegte marinierte Gurke, nur ein wenig weicher, aber total lecker. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Von 2 Pflanzen, Wahnsinn, so viel Ertrag, einfach nur toll. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.